Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar ist es das erste Produkt, was in diesem Jahr erschienen ist. Und zwar die Simsala V Collection. Richtig cooles Produkt. Ich bin jetzt ja schon über 30 und als Kind habe ich angefangen mit Pokémon-Karten, gerade als die rauskamen. Und da war natürlich sowas wie Simsala und Kadabra. Das sind diese Oldschool-Pokémon. Da hat man natürlich dann eine gewisse Affinität zu. Und ja, da habe ich mich mega drüber gefreut, als ich gehört habe, okay, jetzt kommt so eine Simsala V-Collection. Die habe ich mir natürlich auch gleich bestellt. Mehrfach, wie ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Und die wollen wir heute gemeinsam öffnen. Ja, das Jahr, wie ist es bei mir so gestartet? Eigentlich ganz stabil, aber viel zu tun. Und wir hatten ja ein Neujahrsvideo gemacht, da hatte ich ja so ein cooles japanisches Display SM12 Anton geöffnet. Und da hatten wir sogar ein Godpack drin gehabt. Also das Video solltet ihr euch unbedingt ansehen. Das verlinke ich euch am Ende des Videos auch nochmal. Richtig coole Sache. Und hier haben wir das Schöne wieder mit den Klappen. Also keine Haken, seht ihr nur an der Seite, früher war das so, da waren die mit reingeklemmt. Das war richtig nervig, da wurden die Karten immer ein bisschen beschädigt. Oder also wenn du Pech hattest, das ist jetzt nicht mehr gegeben. Und da ist die Karte. Richtig, richtig cool. Also ich, wie gesagt, ich finde Simsala sowieso mega. Hier mit den Löffeln, da gab es ja mal so einen Rechtsstreit mit Uri Geller, total kurios. Falls ihr das noch nicht kennen solltet, googelt das mal, total krank. Ja, und das ist die Karte. Ein wirklicher Traum, richtiges Schmuckstück. Ein Muss für jede Sammlung und da es ja eine Promo ist, wird die auch nicht teuer werden. Da kann sich die jeder gönnen. Das ist doch schon mal schön. Natürlich haben wir in dieser Collection auch nochmal so eine XXL-Karte drin und die ist auch ganz Schmuck, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und 4 Booster haben wir drin. Ist jetzt keine Pin-Collection oder sowas. Wir haben einmal Farbenschock drin. Zurzeit eine schlecht verfügbar Farbenschock. Total teuer. Ja, also am besten jetzt gar nicht kaufen, weil lohnt nicht. Und für euch gibt es erstmal den Code, damit wenigstens einer von euch sich diese Collection auch virtuell bzw. online gönnen kann. So, viel Spaß damit. Macht was raus oder mach was raus. Kann ja immer nur einer. Nacht in Flammen. Richtig cool. Wir haben also die Chance auf einen Rainbow Glurak. Fehlt mir auch noch in der Sammlung. Zweimal Shiny, ja, genau so sieht es aus. Zweimal Farbenschock und einmal Schwert und Schild Base Set. Wäre cool, wenn wir da wieder so einen Relaxo rausziehen, am besten als Rainbow. Und da wollen wir jetzt mal direkt reinschauen. Wie gesagt, gestartet sind wir in dieses Jahr mit einem japanischen Display Sonne-Mond SM12 Anton. Richtig, richtig cool. Da ist das Beste aus dem Sonne-Mond-Zyklus drin. Und ja, das war schon mega. Vor allem das Godpack, sprich man hatte nur Puls drin. Schaut euch das unbedingt an. Es ist brutal. Und ja, wirklich zu empfehlen. Da ist man gut ins Jahr gestartet, wobei ich sagen muss, das Video hatte ich natürlich noch im letzten Jahr aufgenommen, damit ich es direkt am 1.1. hochladen kann. Also das sind die ersten Booster, die ich hier in diesem Jahr öffne und hier mit euch öffne. Und vielleicht haben wir Glück und Nacht in Flammen gönnt uns was. Ein Set, was ich auch sammle, eigentlich auch gar nicht teuer, bis auf dieses Rainbow Glurak. Brutal. Und hinter dem Sepa haben wir Fortunator. Leider nicht gegönnt. Also ich muss sagen, die Booster-Auswahl gefällt mir richtig gut, dass wir noch was von Sonne Mond drin haben mit Nacht in Flammen. Richtig cool. Schwert und Schild ist Base-Set ist jetzt nicht so der Bringer, aber dafür zweimal Farbenschock, das ist schon cool. Viele fragen ja auch hier, lieber Pokéknecht 90, wo kaufst du deine Produkte? Das ist unterschiedlich. Ich gucke immer, wo ich die Produkte am günstigsten bekomme. Ist klar, warum soll ich woanders mehr dafür zahlen? Bin ja nicht doof und ich kann Euro auch nur einmal ausgeben, wie alle anderen auch. Und muss den genauso verdienen wie alle anderen. Ich mache das ja hier nicht gewerblich, ist ein reines Hobby. Und die habe ich jetzt zum Beispiel bei comicplanet.de gekauft. Stückpreis 17,50 Euro. Ich finde für 4 Booster eine schöne Promo, eine XXL-Karte, die man eigentlich nicht braucht. Aber gut, besser haben als brauchen, ist das doch ein ganz stabiler Kurs. Unser erste Reverse Rare und dahinter. Das ist doch ein Witz. Was war denn gerade die Rare? In unserem Nacht in Flammen Booster. Tortonator. Mal gucken. Gibt es hier Tortonator in dem Set? Sonst könnten wir auch Tortonator noch aus Farbenschock ziehen. Das ist doch manchmal echt komisch, oder? Es gibt Zufälle. Oder ist es Bestimmung? Ich weiß es nicht.
Was schön wäre so eine Full Art Pikachu Karte jetzt aus Farbenschock. Wäre ärgerlich, wenn die Collection nicht gönnt. Ich weiß nicht, wann wir die nächsten davon aufmachen. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar geholt, ne? Damit man auch was auf Vorrat hat. Denke mal, wenn der Kanal weiterhin läuft und jo, in letzter Zeit ist ja doch ein bisschen was dazugekommen, dann hat man auch in Zukunft nochmal das Vergnügen, so eine schöne Collection zu öffnen. So, und dahinter Lucario. Centering ist auch hier wieder schlecht. Also denkt dran, ne? Jetzt, also da kommt wohl noch was nach von Farbenschock, Anfang diesen Jahres. Und ja, Last Pack Magic. Kauft jetzt nicht irgendwie teuer die Displays, ne? Also, wenn ich dann sehe, irgendwie ein 18er Display für 100 Euro oder 90 Euro, ne, Leute, auf gar keinen Fall. Das ist sowieso jetzt so ein Hype, also das ist wild brutal. Auch mit dem neuen Shiny Set, also das werde ich auch in Gänze nicht sammeln, weil ich habe auf diesen Kindergarten keinen Bock und dann die Preise und boah, brutal. Und da sind auch viele Pokémon drin, die mich null interessieren. Also halt viele von den neuen. Versuche ich erstmal die älteren zu komplettieren, die ich noch habe, bevor ich was Neues anfange. Unsere nächste Reverse Rare und auch wieder schlecht gecentert, Kokowai. Richtig cool, auch wenn das Artwork nicht besonders schön ist, aber Kokowai fand ich immer mega. Zum Beispiel im Set bunter Gleichgesinnten gibt es dazu auch schöne Artworks. Und dahinter immerhin eine Holo, das gute Zwirfinst. Kein Pull. Sehr, sehr schade. Aber eine wirklich schöne Karte. Eine Holo und eine Reverse Rare. Eine Mauerausbeute. Wirklich Mauer. Ach ne, wir haben ja sogar zwei Reverse Rare. Was sag ich? Ja, dann hat sich's gelohnt. Hat sich also nicht so wirklich gelohnt, aber wie gesagt, die Promo ist ein absoluter Traum. Mal schauen, wann wir die nächste Simsala V-Collection aufmachen. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr wenigstens nicht schlechter pullt als ich. Und natürlich ganz doll, dass ihr deutlich besser zieht als ich. Also, ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu. Schaut doch mal bei Insta vorbei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also, ihr Lieben, macht's gut. Euer Pokeknecht90. Ciao.